In unserem Esszentrum haben wir seit März das Impfprogramm im Laufen und es wird unglaublich gut angenommen. Und ich bin dankbar für alle Kräfte, die bei uns im Einsatz sind. Das sind die Ärzte, das sind die Pflegekräfte, das sind die Assistentinnen und Assistenten, die die Formulare abwickeln. Also alles zusammen spielt hier ein sehr gutes Angebot und wir können in unserer Stadt wirklich sagen, das gelingt uns. Ja, also wir haben 7 Impfstraßen in Einsatz, inklusive Feuerwehr, Anmeldungen, Nachbetreuungen, Leute, die die Spritzen aufziehen, und da sind immer ca. 25 Personen im Einsatz. Ja, seit Oktober haben wir das Esszentrum jeweils am Dienstag immer geöffnet, von 15 bis 20 Uhr. Da kann man eigentlich ohne Anmeldung kommen und die Dienstage laufen wirklich total super. Wenn man den letzten Dienstag hernimmt, da haben wir fast 1000 Leute geimpft. Also die Feuerwehr Schwarz hilft jetzt seit dem Frühjahr, die ganzen Impfstraßen zu koordinieren. Es gibt jetzt dienstags immer die Möglichkeit, unangemeldet eben eine Impfung zu erhalten. Und da versuchen wir eben die Angemeldeten und Nicht-Angemeldeten zu koordinieren. Die Angemeldeten dürfen nur nach vorne, die sondern wir dann aus und gehen mit ihnen dann her. Und auch beim Ausfüllen von den Aufklärungsbögen sind wir natürlich behilflich. Sollte es da irgendwelche Schwierigkeiten geben, ist immer jemand von uns vor Ort, um die Fragebogen dann auszufüllen. Also ich finde es faszinierend, wie das hier läuft in Schwarz. Das Testen, das Impfen, alles ist umsonst. Man kriegt schnell Termine. Ich bin hier als Praktikantin im Rathaus und darf hier Auslandserfahrungen sammeln, komme eigentlich aus Deutschland, habe da auch meine ersten beiden Impfungen gekriegt. Und auch dort ist gerade mit der Drittimpfung sehr kompliziert. Es dauert, bis man einen Termin kriegt. Es ist nicht so wie hier, dass es so einfach und schnell funktioniert. Also das läuft hier echt super. Uns bleibt eh nichts anderes übrig als wir Impfung. Und ich glaube, dass sie auch schützt. Und ich finde das berg von der Stadt Schwarz, dass sie so eine Organisation haben. Wir können direkt in der Stadtzahl impfen, ohne warten. Beziehungsweise mit einer geringen Wartezeit kommst du gleich dran. Und wie gesagt, ich finde es eigentlich lässig und lasst euch impfen. Also ich bin da, weil ich das Impfen einfach total wichtig finde. Ich finde es auch super, dass wir da direkt in Schwarz impfen können. Wir müssen nirgendwo anders hinfahren. Ich habe die Chance damals im Frühling genutzt und wollte es auch jetzt unbedingt wieder machen. Ich bin halt da, weil ich in erster Linie gesund bleiben möchte. Das empfehle ich jedem. Geht's impfen, läuteln, es kostet nichts. Und dass wir den Scheiß so schnell wie möglich hinter uns bringen. Alle impfen gleich, hopp, hopp. Bitte, danke.